Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Gut gelaunt in die Zukunft. Es geht wieder um das Thema Krebs. Ja, ich habe jetzt insgesamt 25 Bestrahlungstermine weg. 10 habe ich noch vor mir. Der letzte Bestrahlungstag ist der 10.6. Und ich dachte mir, am 10.6. belohne ich mich mal. Da werde ich mit einem Freund mal für 6 Tage mal geschwind in die Sonne nach Ägypten fliegen. Nichts Besonderes. Für so eine kurze Zeit ist Ägypten genau richtig. Geiles Wetter, gutes Essen, Strand, Sonne, Pool, Palme. Was will man mehr? Ja, was gibt es Neues? Im letzten Drittel der Bestrahlung sollen ja die Magen-Darm-Probleme so ein bisschen losgehen. Ja. Ich habe kurzzeitig mal so ein bisschen Wandstrammeln gehabt. Ob ich was Falsches gegessen habe oder ob das mit der Bestrahlung zusammenhängt, schwierig zu sagen. Ich habe mit einem Arzt darüber gesprochen. Der hat mir empfohlen, so ein bisschen auf Schonkost zu gehen. Ja, also Magerquark, Kartoffeln, weißes Fleisch, wenn es geht, nicht gebraten, gekocht und so weiter. Mal nicht ganz so viel essen. Und ich habe dann mir diesen Fenchel, Anis, Kümmeltee geholt. Da trinke ich 2 Tassen am Tag und das Wandstrammeln war sofort weg. Also Durchfall habe ich nicht. Ich bin nach wie vor kontinent. Wobei man sagen muss, eine leichte Inkontinenz könnte später auch noch kommen. Also wer während der Bestrahlung dicht ist, das heißt nicht, dass er dann danach noch dicht sein muss. Ja, also bleibt mal abzuwarten. Ich hoffe nicht. Bitte denkt daran, dass ihr eure Beckenbodenübung macht. Ja, den Harnschließmuskel noch mal zusätzlich trainiert. Ihr werdet merken, wenn ihr bei der Bestrahlung seid, dann muss halt die Blase voll sein, das müsst ihr ja gut abhalten können. Das ist also auch ein Indiz dafür, dass ihr gut dicht seid, denn wer mit einer vollen Blase das gut abhalten kann, ohne dass ein Tröpfchen rausgeht, klar, der ist dicht. Ja? Und wenn man hier und da noch so ein paar Übungen macht, dann ist das gewiss positiv einzuschätzen, um vielleicht ein bisschen vorbeugend zu agieren, damit man nachher nicht an einer temporären Inkontinenz leidet. Ja, ob Erfolg oder nicht Erfolg, das wird sich ja dann später herausstellen. Ja, ich bin natürlich glücklich, dass es nur noch 2 Wochen sind oder 2 Wochen und 1 Tag, weil da ein Feiertag zwischen ist. Deswegen bin ich da montags am 10.6. Ich werde also morgens zur Bestrahlung gehen und dann gleich nach der letzten Bestrahlung gleich direkt zum Flughafen, ab in den Flieger und weg und kommt dann erst sonntags wieder zurück. Da freue ich mich drauf. Mir sagt, ich habe die Ärztin gefragt, ob irgendwo was dagegen spricht, gleich in Urlaub zu fahren. Nein, spricht nichts dagegen. Sie sagte, du wirst öfters pieseln gehen müssen. Ja, stört mich jetzt nicht. Ja. Und ich sollte die erste Zeit natürlich viel Gemüse essen. Das kann man dann ja wieder, ja. Auch wenn Gemüse natürlich Blähung hervorruft. Aber viel Gemüse, das hilft natürlich den Darm wieder entsprechend, sich zu regenerieren. Also haut euch nicht die dicken Steaks rein, ja. Also wenig rotes Fleisch. Wenn, dann weißes Fleisch. Wenn, nicht gebraten. Also besser wäre natürlich Kartoffel, Reis und viel Gemüse. Wenig Zucker, kein Kuchen, keine Kekse. Wenig Kaffee. Ich habe meinen Kaffeekonsum auch eingeschränkt. Ich trinke eigentlich so mal locker 10 bis 15 Tassen Kaffee am Tag. Jetzt sind es nur noch 2 bis 3. Ganz verzichten kann ich nicht. Aber man merkt ja, dass im Moment alles perfekt ist und das zeigt mir, dass wenn man diese Kriterien einhält, Darm leer, Blase voll, bisschen auf Schonkost gehen, nicht so viel essen, dann trinke ich hier, wie gesagt, 2 Tassen Fenchel, Anis, Kümmeltee, das tut mir gut. Zumindest habe ich dann im Moment überhaupt keine Probleme.
Die Schläfrigkeit, ja, dass man so ein bisschen schlaff ist, die ist noch da. Klar. Und so nach 25 Bestrahlungen kennt man natürlich auch so ein paar Leute, die im Warteraum sitzen. Leider sind die mittlerweile wieder alle weg, weil der eine hat nur 8 Bestrahlungen, die eine Frau hat nur 20 und so weiter. Da sitzt ja alles. Ja, ich habe mich da mit einer netten Frau unterhalten, die ist, würde ich mal sagen, Ende 40, Kindergärtnerin, Brustkrebs, Chemo, jetzt Bestrahlung, aber sehr optimistisch. Was sie mit dazu macht, ist eine gewisse Schonkost und ich sag mal, sie hat sich von einem Ernährungsberater anweisen lassen, was sie am besten trinken, essen und so weiter. Fakt ist ja eins, dass eine gesunde Ernährung in jedem Fall zumindest mindestens unterstützend wirkt, wenn nicht gar vorbeugend und sogar heilend. Da gibt es Studien drüber. Dummerweise, ich habe es ja auch probiert, hat das bei mir nicht angeschlagen. Nichtsdestotrotz halte ich mich so ein bisschen daran. Das heißt also, auf meinem Speiseplan ist natürlich nur gesunde Kost. Ja, Sünde gehört mit dazu. Aber man sollte die gesunde Kost auf gar keinen Fall vergessen, wie auch eine vernünftige Bewegung, nicht exzessiv, aber dass man den Körper immer wieder in Ballung hält, dass man den Körper fördert. Das sind alles vorbeugende Maßnahmen, heilende Maßnahmen. Ich würde mich allein auf diese Ernährungstipps nicht verlassen. Ich bin eigentlich ein Freund der Schulmedizin und ich sehe die anderen Sachen als Unterstützung an. Ich glaube, das ist meine persönliche Auffassung, dass das der richtige Weg ist. Die Kombination macht's. Ja, nochmal so ein paar kleine Hinweise zum Warteraum. Also das Witzige war gewesen, als ich mich mit der Frau unterhalten habe mit dem Brustkrebs, also Chemo und Strahlentherapie. Da kam eine andere Frau rein, so Mitte, Ende 30, ordentlicher Vorbau und sie war sich dessen bewusst gewesen, sie hat da so ein Drittel raushängen lassen. Das heißt, die Knopfleiste war schön weit offen gewesen, damit jeder ihre wohlgeformten Brüstchen sehen kann. Ja, da habe ich dann zu der Frau gesagt mit dem Brustkrebs, wenn die wüsste, dass ich keine Prostata mehr habe, würde die das gar nicht zeigen. Das schlägt bei mir gar nicht an. Also wir haben uns bepisst vor Lachen. Wir konnten nicht mehr. Willkommen im Krebsgame. Also ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber man muss sich mit seiner Situation identifizieren und darf das. Man soll es schon ernst nehmen, aber auch nicht zu ernst. Also wenn ein Freund von mir mich besucht, der kommt jeden Tag zum Kaffee trinken. Früher war die Kaffeekanne immer fertig, jetzt trinke ich ja weniger Kaffee. Er kommt rein und sagt, du, wieso ist der Kaffee nicht fertig? Da sage ich, bist du total bescheuert? Ich bin schwer behindert und krebskrank, mach den scheiß Kaffee selbst, aber zack, zack. Ja, also Leute, Krebskranken einfach so durch die Gegend scheuchen, das geht ja wohl gar nicht. Letztens rief mich, ein potenzieller Kunde will ich nicht sagen, aber der kannte mich so, der braucht den technischen Rat und das wäre also, wie man so sagen, viel Arbeit, schmales Geld, da habe ich ja eh keinen Bock drauf, ja. Und dem habe ich gesagt, du, tut mir leid, ich kann dir gerade nicht helfen, ich bin in Krebstherapie. Leute, das ist die beste Ausrede, um sich lästige Arbeit vom Hals zu schaffen. Ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz so in Ordnung, so, ja, wenn man am Telefon dann so mit strenger Miene sagt, du, ich habe Krebs und ich bin gerade in Therapie, bitte erst in 8 Wochen wieder. Und sagt, oh, viel zu spät, schade, ich kann dir leider nicht helfen im Moment. Also, man kann auch hier und da seine Krebstherapie auch mal zum Vorteil nutzen. Ja, jetzt werden sich die Männer fragen, du, kriegst du eigentlich noch eine Erektion? Klappt das? Im Moment klappt es noch. Aber ich habe festgestellt, dass die Libido
weiterhin bergab rauscht. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt auf den Nullpunkt, auf dem Tiefpunkt, dass ich am Bodensatz angelangt bin. Weiß ich jetzt nicht, vielleicht geht es noch tiefer, aber geil bin ich nicht mehr, um es einfach mal so klar auszudrücken. Ja. Aber wenn ich wollte, dann könnte ich noch, aber wenn ich spontan wollte, geht es nicht. Also ich müsste es ein bisschen vorbereiten, ja, psychosomatisch sich vorbereiten, dann müsste die Frau schon ein scharfer Feger sein, also ich sag mal, normaler Durchschnitt wird mich jetzt nicht vom Hocker hauen, ja, und dann müsste ich mir ein Stündchen vorher noch eine Viagra 100 Milligramm reinziehen, ja, und dann geht das auch. Das wäre nicht das Problem, also dass man jetzt komplett impotent wird, glaube ich jetzt eher nicht. Ich meine, ist klar, wer vorher impotent war, durch die radikale Prostata-OP zum Beispiel, der bleibt es auch. Wer vor der Strahlentherapie inkontinent ist, bleibt es garantiert danach auch, weil wenn die Blase nicht voll ist bei der Bestrahlung, dann ist sowieso, naja, dann wird viel zerstört an der Blase durch die Bestrahlung, das ist so. Und er muss dann mit der Inkontinenz wahrscheinlich für den Rest des Lebens leben müssen. Das ist eine hohe Belastung, aber es ist halt so. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Zwischenstand geben, so nochmal kleine Tipps geben. Wie gesagt, vergesst nicht den Fenchel, Anis, Kümmeltee, Magen, Darm, das beruhigt das alles schön. Ich habe keine Darmprobleme, eigentlich alles tipptopp, bis auf die Schläfrigkeit ein wenig, aber das dürfte dann ja in 14 Tagen beendet sein. Wenn ihr euch in so einer ähnlichen Situation befindet, vergesst euch nicht zu belohnen. Das Belohnungssystem ist ganz wichtig. Also sich zwischendurch mal zu belohnen oder dann nach abgeschlossener Therapie, so wie ich, zack, in den Urlaub fahren. Klar, ich bin alleinlebend, ich habe ja gut reden, ich entscheide ja nur für mich selbst. Wer jetzt einen Partner hat, naja, der wird das wohl mit dem absprechen müssen. Naja gut, jeder schaufelt sich sein eigenes Grab, sage ich mal. Ne? Aber es gibt ja Vor- und Nachteile, also ich will das ja nicht schlecht reden. Ja, ich habe mich, wie gesagt, mit einer kleinen Kurzurlaubsreise belohnt. Inwieweit ich mich dann noch weiterhin belohnen werde, muss ich mal schauen. Ich werde also mich in 10 Tagen oder aus dem Urlaub noch mal kurz melden, wie es mir geht. Und dann ist sicherlich spannend, ob es nach der Strahlentherapie, ob da vielleicht noch Nebenwirkungen auftreten, beziehungsweise wie sich dann dieser PSA-Wert entwickelt. Ich habe es ja schon mal gesagt, es ist möglich, dass nach der Strahlentherapie der PSA-Wert vielleicht noch mal kurz ansteigt und erst dann fällt. Optimalerweise sollte er ja bis null fallen. Ob das bei mir der Fall ist, weiß ich nicht. Bis jetzt bin ich ja in Sachen PSA-Wert nicht von Gott gesegnet. Ja. Bei mir ist es bisher so, dass der PSA-Wert immer nur einen Weg kannte und der war dummerweise nach oben. Deswegen Prostata raus, Strahlentherapie. Aber vielleicht habe ich jetzt mal ein paar Jahre Ruhe, das wäre ja schön. Ich selbst glaube daran, dass ich immer nur für einen bestimmten Zeitraum eine gewisse Heilung erfahre und das dann wiederkommt und mein Ziel ist eben, mit dem Krebs leben und nicht an diesem Krebs sterben. Ob mir das gelingt, ich werde es euch erzählen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis später.